Ich zeige euch jetzt mal eine Reihenfolge von Bildern, wo ich mir dachte, wer hat euch ins Gehirn... Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, heute haben wir eigentlich ein Thema, über das man sich nicht lustig machen sollte. Darüber macht man sich nicht lustig. Und zwar geht es um das Coronavirus. Ich denke mal, unter dem Video wird jetzt irgendwie so eine Meldung aufploppen und dann werdet ihr da einen Informationstext bekommen. Wenn nicht, dann werde ich auf jeden Fall noch ein paar Links zum Coronavirus mit reintun, also wie ihr euch am besten schützen könnt und was es auch ist. Aber. Man sollte sich ja nicht um Krankheiten lustig machen. You think this is funny? Klar kann man jetzt diskutieren, ob das Coronavirus wirklich jetzt so mega schlimm ist. Es gab ja schon Todesfälle, aber... Es gab auch Leute, die bei einer Grippe gestorben sind. Sagen wir einfach so. So, mein Mann, die Ereignisse überschlagen sich. Wir möchten niemanden diskriminieren und Rassismus auch gar nicht gut. Heute geht es einfach nur um den Humorfaktor. Also nehmt die Sachen nicht so ganz ernst. Ihr kennt ja meine Einstellung zu dem ganzen Thema. Wie heißt denn das Coronavirus auf Französisch? Coronavirus. Coronavirus. Puh, das wird echt ein bodenloses Video, wirklich. Es gibt verschiedene Typen, wie man niest. Man kann... Man kann... Das war jetzt echt cringe. In China läuft das leider jetzt in den letzten Tagen so ab. Hachu! Hapschu! Hachu! Hapschu! Hachu! Hachu! Run! Eigentlich war das nicht so witzig. Oder wenn einer auf die Straße spuckt, kann auch das passieren. Kein Grund zur Sorge, die amerikanische Regierung hat Tipps, wie ihr von diesem Virus wegkommen könnt. Because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose or eyes. Das, liebe Fische, was an der Stelle komplett. Aber es gibt natürlich eine Möglichkeit, wie man die Finger auch in den Mund nehmen kann. No sexual. Ohne dass man dieses Virus bekommt. Ihr seht, Kondome sind auch für was ganz anderes nützlich. Und nicht nur für... Aber laut Unge hat das Coronavirus eine gute Sache. Mal einfach eine positive Corona-Nachricht, damit es auch mal was... Damit man auch mal sieht, dass das nicht nur schlimm ist, sondern auch mal gute Seiten hat. Hey, wo kommt denn dieser Tab her? Gestern kam ein Paket an mit Schuhen. Ich habe geschaut, von wo die Schuhe herkommen. Meine Reaktion? Oh no! I messed up! I messed up! Natürlich, und da ich... Als ich gesehen habe, woher mein T-Shirt letzte Woche kam, was ich mir gekauft habe, ist das passiert. Get this shit off me! Ah! So pisser. Aber natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, sich zu schützen. Dank der Bild-Zeitung habe ich erfahren, dass 70% der Deutschen Corona bekommen. Was war meine Reaktion? Oh Mann, ey, das Video hat echt gar kein Niveau. Gleich eins aufs Maul. Aber man kann ja natürlich auch mit Style rumlaufen, wenn man schon diesen Mundschutz hat oder die Atemwege schützen soll, dann kann man natürlich auch, wie es diese Hypebeasts hier machen, ne? Mit einem nicen Louis Vuitton Suit, die ungefähr aussehen wie die Teletubbies, kann man so rumlaufen, weil das ist der Drip, Leute, das ist der Flex. Geil, Mann! Wer braucht schon Iron Man? Wer braucht Superman? Wer braucht schon Batman? Wenn man Mr. Hygiene und Reinigungskraft-Man hat, ich meine, schaut euch seinen Blaster an. Schaut euch seine Gun an. Da würde ich als Coronavirus-Infizierter... In der Tat. Ich meine, jetzt im Winter geht es ja noch voll klar mit diesem Hygieneschutz. Aber wisst ihr, den Sommer stelle ich mir dann halt absolut so vor. Richtig nice, dann schön verschwitzt mit dem Mundschutz rumlaufen. Es unterstützt wirklich nur die Hygiene. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Manche sehen das auch als Trend an und nutzen das auf Instagram für Klicks und... Dann kommt das dabei raus. Haram. Okay, wenn wir jetzt schon beim Thema Mundschutz sind. Leute, ich zeige euch jetzt mal eine Reihenfolge von Bildern, wo ich mir dachte, wer hat euch ins Gehirn... Bild Nummer 1.
völlig normal, kann man noch akzeptieren. Man kann dir denken, ja, auf einer Hochzeit gibt es eventuell ein paar Bakterien, wird vielleicht ein bisschen geschwitzt, getanzt, da kann das natürlich vorkommen, ne? Aber dann habe ich das zweite Bild gesehen. Wieso? Ich meine, der Satz doppelt hält besser. Okay, aber doch nicht 20-fach hält besser. Kriegt man da überhaupt Luft? Nein, kriegt man nicht. Warum macht man das dann? Aber egal, für den Flex. Wenn ihr dachtet, das ist schon schlimm, ich meine, natürlich muss man auch die Augen schützen. Deswegen macht man einfach einen kompletten Gesichtsschutz, aber mit dem Mundschutz und macht da noch ein paar Löcher rein. Ne? Also völlig logisch, völlig legitim, super. Falls ihr dachtet, das ist jetzt ein Einzelfall oder der Typ macht einen Witz, dann schaut euch diese Frau an. Die sitzt in der Bahn, alle sind natürlich am Handy, der eine stalkt seine Nachbarin da und sie sitzt da ganz normal in der Bahn und man kann zwar nicht erkennen, ob da Löcher drin sind in der Maske, aber wenn nicht, dann ist sie komplett lost. Okay. Die hat mich gefragt, was der Grund ist, warum die auch die Augen bedecken. Das war die Antwort. If you can't see the Wuhan virus, you can't get the Wuhan virus. Only in Singapore. Wo ist der Sinn? Das ist genauso wie, Leute, ich kann euch nicht sehen. Jetzt seht ihr mich auch nicht. Höhöhö. Das war ein Witz, ne? Ich hoffe, das war echt ein Witz und die meint das nicht ernst. Wenn das wirklich in China oder egal wo auf der Welt so abläuft, dann wundert es mich nicht, dass diese Seuche oder dieser Virus schon in der halben Welt ist. Das war's wohl vom Video. Leider, ich weiß leider. Es war so witzig. Ich konnte ja selbst nicht mehr sitzen vor Lachen. Ich weiß. Wenn dir das Video trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Ich habe hier noch zwei andere Videos verlinkt, die könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.